Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute im MOC bei einer Ausstellung, die schon was Beeindruckendes hat. Herr Franzen, ich möchte mir ein bisschen vorausschicken. Ich habe einen Sohn, der hat die Hälfte seines Lebens damit verbracht, dass er sich Lego gekauft hat. War das bei Ihnen ähnlich so? Ich war als Kind auch ganz begeistert und meine Eltern haben das unterstützt. Ja. Und dann kommt natürlich eine Phase, wie bei jedem Menschen, wo sich die Interessen ändern, wo man was anderes machen möchte. Und wir Lego-Fans nennen das die sogenannten Dark Ages. Oh. Ja, die dunkle Zeit, wo man das Interesse an dem Lego an sich verliert und wo man dann anderen Interessen nachgeht. Und was ist dann gekommen, dass dann sich wieder reversibel praktisch ins Gute gekehrt hat? Irgendwo steckt doch immer so ein bisschen Kind in jedem Menschen. Okay. Ja, also ich würde sagen, in jedem Menschen steckt es, dass man spielen möchte oder was machen möchte, kreativ auch arbeiten möchte. Und wenn man einen Beruf hat, wo man Ausgleich zu braucht, dann sucht man sich ein Hobby. Und es gibt viele Hobbys. Früher war es die Modelleisenbahn. Und ich glaube, heute ist Lego einfach ein sehr modernes Hobby. Sie sind Ingenieur. Ich wollte mal Ingenieur werden, aber ich bin Softwareprojektleiter. Ja. Deshalb sitzen Sie hier mit dem Tab und steuern Ihre Anlage, oder was? Nein, wir machen gar nichts. Elektronisch mache ich da gar nichts. Jetzt habe ich nur was recherchiert. Geht mal ein bisschen das ist und alles, mit Leid, was das ist alles rein mechanisch. Also okay. Das ist eigentlich sogar ganz toll zum Spielen, weil man alles manuell machen kann. Ja? Mhm. Also da muss man überhaupt keine Elektronik einsetzen, also bei dem hier. Ja. Es gibt natürlich auch vieles in Lego, was mit Elektronik kombiniert ist, zum Beispiel mich. Hat das Hobby eigentlich wieder interessiert, als Lego die ersten Roboterbausätze rausbrachte, okay. Die in Amerika vom MIT mitentwickelt worden sind und so weiter. Und so bin ich wieder dazugekommen und dann kamen die Kinder und dann kam eigentlich die gute Ausrede, wieder mehr Lego zu kaufen. Und seitdem bin ich jetzt wieder stark dabei. Aber warum? Also weil Sie früher schon Lego gemacht haben, haben Sie dann praktisch ein paar Kisten daheim gehabt, die Sie dann sinnvoll einsetzen konnten? Oder waren Sie, nicht. Ich musste Sie neu kaufen. Also, ja. Waren Sie tatsächlich von dem System so überzeugt? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das wird auch eingesetzt im Trainingsbereich. Mhm. Es gibt eine Trainingsmethode, Lego Serious Play. Da finden Sie Manager, die mit Lego bauen und sozusagen kreativ ihre Organisation weiterentwickeln. Ja, also sie können tatsächlich Workshops damit durchführen, um kreativ eigentlich sagen wir mal, den Kopf frei zu bekommen, um dann die Lego-Steine zu nutzen, um auch Organisationen neu zu strukturieren. Ja. Lassen Sie dann auch zubauen? Haben Sie so ein kleines Team, wo dann der eine das Haus baut, der andere baut die Wand, oder machen Sie alles allein? Ich baue eigentlich in der Regel alleine zu Hause. Ich habe jetzt gerade ein Projekt, das ich mit jemandem anderen zusammen mache. Der ist aber 300 Kilometer von mir entfernt. Dann tauschen wir uns über das Internet aus und da muss hinterher irgendwie alles zusammenpassen. Also hier jetzt zum Beispiel sind mehrere Aussteller und wir haben uns einen Standard kreiert, wo wir sagen, das müssen die Anschlüsse sein, so muss gebaut werden, damit die Züge durchfahren. Und dann hat jeder ein Teilstück hier zu Hause gebaut und das bringen wir dann zur Ausstellung. Jemand macht die Planung für diese Anlage und dann stellen wir es zusammen und es passt. Und dann können die Züge über die ganze Anlage fahren. Wenn es dann so ein Haus bauen, was ist das Vorbild? Oder? Das gibt es ein Vorbild in Berlin. Gab es ein Haus um die Jahrhundertwende, wo die U-Bahn gebaut wurde, um 1902 oder so. Und dann haben die einfach das Haus gekauft und haben da ein Loch durchgebohrt sozusagen. Und das habe ich nachgebaut. Und ich baue gerade. Das Haus gibt es nicht mehr, das ist ein anderes Haus. Das Haus ist im Zweiten Weltkrieg leider zerstört worden. Hat es das möglich? Aber in München gibt es jetzt, wenn man die Straßenbahn durchfährt. Ja. Da sehen Sie, es kommt alles wieder, tritt ins Leben. Ne? Das ist Teil einer größeren Anlage, die ich noch baue, wo ich verschiedene Gebäude aus Berlin nachbaue. Das KDW ist gerade fertig Berliner, geworden. Oder was? Nein, einfach, weil es mich interessiert hat. Ja, es hat mich interessiert. Ja. Und ich mag gerne so Fassaden bauen und sowas ausschmücken. Ja. Und Sie sind noch nie langweilig geworden? Nee, noch nie. Es wird mir manchmal langweilig, wenn ich mehrere Sachen doppelt oder so bauen muss. Ja. Zum Beispiel habe ich mal die Oldtimer gebaut, dann habe ich vier Stück hintereinander weggebaut, dann wurde mir langweilig. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich was anderes bauen. Ja. Herr Franzen, ich beneide Sie. Weil Sie sind ja nur bei so Unternehmungen erfolgreich. Ich versuche immer so ein bisschen meinem Sohn dann, was weiß ich, so gewisse Dinge
Aber das Tolle an dem Hobby ist, man baut zu Hause allein im Kämmerlein und geht dann raus in die Welt, stellt es aus und unterhält sich nett mit Zuschauern, aber auch mit anderen Ausstellern. Ich gehe zu Veranstaltungen, wo sich 600 Lego-Fans aus aller Welt treffen, um sich untereinander auszutauschen und zu feiern vor allen Dingen. Wo kam da der Weiteste her? Australien, Südamerika, Japan, überall. Sind dann verblüfft. Wir haben uns in Dänemark getroffen, wir haben uns schon in Portugal getroffen, also ganz toll. Also, Damen und Herren, liebe Herren, also wenn Sie so eine Art in sich spüren und wenn es da irgendeine, was weiß ich jetzt, eine Motivation in sich erwachen sehen, das ist also wirklich nichts Schlimmes. Gehen Sie dir nach, vielleicht sind Sie nächstes Mal hier auf der Messe. International dabei. Finden Sie auch viele Frauen, die das machen. Das sind nicht nur Männer. Ja. Okay, alles klar. Bedanken wir, Herr Fernsen, und wir schauen noch ein bisschen weiter. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, normalerweise sagt man immer, die Reportage ist die Kunst des Verblüffens, Herr Siepe. Aber jetzt haben Sie mich verblüfft, weil wenn Sie mir da hinten diesen Kran anschauen, ich schaue den Kran und sage, wer baut sowas? Dann sagt er, ja, ja, es ist aber noch nicht die volle Höhe. Sie dürfen ihn gar nicht ganz aufbauen, oder? Nein, aus Sicherheitsgründen. Wir haben hier eine bestimmte Höhe, die wir nicht überschreiten dürfen. Ja, wie viel so Auslege hat denn der noch? Nur an oben, oder? Er kann auf gesamt 7 Meter. Das ist jetzt tatsächlich Lego-Technik, oder? Das ist alles Lego-Technik. Roman Alex. Ja, Wahnsinn. Und wer, das gibt es doch nicht als Baukasten? Nein, das ist eine komplette Eigenentwicklung. Echt? Nach Konstruktionsplänen vom Originalhersteller Liebherr in Ehing. Okay, und wir setzen es dann auf Lego um, das mal aussieht? Ja, genau. Wir haben von denen die Konstruktionszeichnung bekommen und dann haben wir die Maßstab auf Lego verkleinert und angefangen zu bauen. Aber man braucht doch ein Gefühl dafür, dass sowas geht. Verstehen Sie das? Tüfteln, probieren. Was ist Bricking Bavaria? Bricking Bavaria ist der offizielle Lego-Verein in München. Ach so. Und wie viele Mitglieder haben Sie da? 110 haben wir im Moment. 110? Ja. Sie sind auch so einer, oder? Ja. Sagen Sie mal, wenn Sie dann so einen Kran sehen, Sie bauen dann den nächsten, der dann 5 Meter groß ist, oder? Nee, Kran ist nicht mein Ding. Ich habe es mehr so mit Schwerlastzugmaschinen, amerikanischen Sattelzügen. Und das ist dann mein Metier, der Coca-Cola-Truck hier zum Beispiel. Das ist der so was bauen Sie? Ja. Normalerweise würde ich sagen, das müsste man im Spritzguss machen. Verstehen Sie das? Irgendeine Form bauen und dann reinspritzen. Aber dass man sowas mit Lego-Steinchen so derart detailgetreu nachbauen kann. Das ist ja gerade für mich das Interessante, Reizvolle daran. Von Lego gibt es jetzt insgesamt ein bisschen unter 8000 verschiedene Formen. Und dann entsprechend die richtigen rauszusuchen, zusammen. Also 8000 verschiedene Lego-Steinchen. Wahrscheinlich eine in mehreren Farben, oder? Mehrere Farben auch, aber es gibt leider nicht jeden Stein in jeder Farbe. Ich verstehe. Wäre natürlich noch am schönsten. Aber bei rund 8000, da hat man also schon sehr viele Sachen drin. Differentiale zum Beispiel, Reifen in den verschiedensten Größen. Lego ist witzigerweise der größte Differential, Differentialgetriebe? Ja, ein richtiges Differential. Okay. Und Lego macht die verschiedenen Reifengrößen dazu? Ja, verschiedene Reifengrößen. Wir haben jetzt hier, kann man schon 2 verschiedene sehen. Mit 62,4 mm und dann haben wir da noch etwas größere, es gibt auch kleinere. Lego ist witzigerweise der größte Reifenhersteller der Welt. Numerisch oder von Größe? Vom Ausstoß her. Ja, die handelt nicht groß bei Lego. Aber jetzt sagen Sie mal, wie lange baut man dann an so einen Coca-Cola-Truck hin? Da habe ich jetzt um die 4 Monate habe ich gebraucht. 4 Monate? Das ist ja ratzfatz. Ja, ich habe auch zwischendurch habe ich auch noch mit Marketingchefin von Coca-Cola Deutschland schreiben müssen, wegen der Frage wegen dem Markenrecht. Aber witzigerweise, da ich den Schriftzug aus Einzelsteinen gebaut habe, geht das bei Coca-Cola als Kunst durch. Hätte ich einen Aufkleber genommen, wäre es eine Markenrechtsverletzung geworden. Ja, aber da muss der erst einmal neiarbeiten in so einer Thematik. Gell? Ja. Da ist immer gut, man fragt vorher bei den Firmen nach. Die meisten sagen dann, oh, super, klasse. Und Das ist gleich gut eigentlich auch für einen Mercedes-Stern, gell? Ja, aber Lego hat ja selber einen Mercedes mal rausgebracht, den Arox, Modellnummer 42046 war das, glaube ich. Und von daher haben wir den Mercedes-Stern.
Gibt es eigentlich schon Verbrennungsmotoren oder fahrt euch nur elektrisch? Wir fahren alle elektrisch, haben mittlerweile aber nicht mehr die Infrarotfernsteuerung von Lego, sondern wir fahren mit Bluetooth und mittlerweile auch mit den PS4-Controllern. Verstehe. Wie viel von diesen Fahrzeugen haben Sie zu Hause? Zu Hause habe ich jetzt noch 3, insgesamt 6, aber die nächsten sind schon im Bau. Also Sie bauen immer an mehreren gleichzeitig? Wenn es sich nicht vermeiden lässt, schon. Was sagt dir die Frau dazu? Die baut mit, aber in einer anderen Sparte. Die baut mehr Richtung City und Elvis, so Modularhäuser und sowas. Das ist ein Minenzug oder was ist das? Das ist ein Walzenzug, das ist eine Straßenwalze. Für einen frischen Beton zu plätten. Also? Nicht Beton, Asphalt. Asphalt. Also man muss da also, wie soll ich sagen, sich irgendwas aussuchen, was man bauen möchte und dann überlegen, ob es geht. Oder geht's immer? Außer dass schwimmt und fliegt, geht im Prinzip eigentlich alles. Man muss nur wissen, wie man es umsetzt. Okay. Das ist natürlich jetzt so, was wir hier im MOC, gell, mit der Spielwiesn ist natürlich genial, dass man da mal dann untereinander auch austauschen kann. Weil, ich meine, es gibt oder gibt es irgendwie europaweit dann irgendwie Treffen, wo sich dann so Vereine wie Sie mal zusammenfinden und dann austauschen? Wir haben auf der einen Seite haben wir mehrere Plattformen im Internet, also sogenannte Foren wie Dr. Brick, 1000 Steine oder international Eurobricks, wo wir uns sehr viel austauschen. Da sind wir dann auch themenspezifisch aufgeteilt. Und ansonsten, es gibt wirklich auch einige Ausstellungen. Wir haben jetzt einen hier aus den Niederlanden, der ist da auch viel auf Ausstellungen unterwegs, die da sind, wo wir uns dann also wirklich schon sehr weit austauschen können. Ich wünsche Ihnen für Ihr Hobby weiterhin viel Geduld. Ich bedanke mich. Ja, haben wir. Okay. Und vor allen Dingen Spaß haben wir. Das ist das Wichtigste. Wir dann in Scheiner Halle weiter. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.